Hallihallo, ihr Lieben. Wir sind's wieder, der Sven und die Daima, hallo. Wir grüßen euch oder begrüßen euch zu einem neuen Kochvlog von uns. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich freue mich auch. Wie immer, ich freue mich über jeden, der einschaltet. Ja. Ja, super. Genau, heute gibt es was? Eine herzhafte Spätzlepfanne. Eine herzhafte Spätzlepfanne, genau. Und zwar mit Spitzkohl, mit Bacon und mit geriebenen Emmentaler. Also was richtig Herzhaftes und... Ja, das braucht man auch bei diesem kalten Wetter. Es ist heute richtig kalt bei uns. Kalt. Wir sind kurz vor Minusgrade hier und ja, das kredenzen wir heute für euch und wünschen euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns nach dem Intro. Bleibt dran! Bis gleich. Jo. So, wir legen los. Was brauchen wir alles? Frische Spätzle. Genau, frische Spätzle. Wir haben die wieder aus dem Supermarkt rausgeholt. Die frischen fertigen, weil es einfach im Wohnmobil schneller geht und die Qualität ist, denke ich mal, genau das gleiche, wie wenn man das kocht. Ja, nee, ich glaube, so richtig vergleichen kannst du nicht. Wenn so ein richtig Baden-Württemberg kocht, da macht er eigene Spätzle. Ja gut, ne? Gegen Schwaben können wir nicht mithalten. Ne? Nein, aber im Wohnmobil taucht das vollkommen. Ja. Ne? Dann haben wir Emmentaler dazu. Genau, Emmentaler geriebenen Schlagsahne. Brauchen wir wieder Sahne, 4 Scheiben Bacon. Jawohl. Bisschen frischen Schnittlauch und Spitzkohl natürlich darf es nicht fehlen. Genau, ne? Spitzkohl. So, damit passt. Haben wir alles zusammen. Gewürze nach Belieben, Salz, Pfeffer, wie auch immer man das machen will. Das könnt ihr selber entscheiden und wir legen los. Legen wir los und zwar als erstes nehmen wir den Spitzkohl, entfernen wir den Strom. So, ich habe doch ein Scheibenmesser geholt. So, und danach schneiden wir den Spitzkohl in kleine. So. Machst die Hälfte, ne? Das reicht mach mal die Hälfte, weil ich glaube, in der Pfanne passt das bei uns nicht rein. Mal gucken. Ja, also wir machen nur die Hälfte erstmal. Und dann schneiden wir in so kleine Streifen. Ne? Jawohl. Hier behalten. So, wir haben komplett vergessen, da kommen noch Zwiebelchen rein. Also eine kleine Zwiebel und zwar in Würfel geschnitten. Jawohl. Heute stehe ich in die Küche, da wechseln wir uns mal ein bisschen ab, ne? Genau. Sonst wird es ja langweilig, oder? Ja. Wenn es immer nur Svenny kocht. Abwechseln oder nur die Leimer, sein. Ne? Also muss sein. Immer eine Sklavenarbeit machen, ne? Ja. Zwiebel kocht jetzt in eine extra Schüssel. Und dann nehmen wir als nächstes dann Bacon. Genau, der wird in feine Streifen geschnitten. So, wir haben jetzt so 4 Scheiben davon genommen und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mehr nehmen, aber für uns reicht jetzt erstmal 4. Ja, wir werden mit Streifen so geschnitten, dass es schön an Braten kann. Ja, der nächste Schritt ist, wir haben uns jetzt einen Bock ins Wohnmobil reingemacht, einfach weil die Ränder da viel höher sind und das ist für manche Gerichte einfach besser zu handhaben, zu handeln. Wir geben etwas Öl, das heißt etwas mehr Öl. Wieder ordentlich, ne? Wieder ordentlich Öl. Und wieder von unserem Öl, ne? Genau, wieder von unserem Gewürzöl. Das Rezept habt ihr ja schon gesehen. Genau, und das gibt halt richtig gute Note, ne? Das ist ja das. So. Das erhitzt sich, da kommt dann rein der Bacon. Mhm. Einmal. Und die Zwiebeln kommen da auch gleich mit rein. Also wird zusammen dann gebrutzelt. Si. Si? Si, Signora. Fanny, du schaust heute nicht so fit aus. Was ist los? Ich bin heute auch gar nicht fit. Ich habe irgendwie, mit dem Alter entwickle ich so eine Mondsucht. Sobald wir zunehmend einen Mond haben, stehe ich nachts im Bett. Ich kann nicht mehr schlafen. Überhaupt nicht. Ja. Obwohl ich total müde bin und nur noch am Gähnen, aber Hirn kommt nicht zur Ruhe. Und das ist immer bei zunehmendem Mond. Danach hört es wieder auf. Verstehe ich selber nicht, aber es ist so. Ich habe mich auch schon im Internet kundig gemacht. Ja. Ja, laut Wissenschaft gibt es so ein Phänomen gar nicht, aber es gibt genug Menschen da draußen, die haben das Gleiche. Habe ich auch gelesen im Internet, ja, und ich habe das leider auch. Und ich werde es nicht mehr los. Vielleicht hat einer oder andere einen Tipp, wie man denn ja, zur Ruhe kommt. Ich habe schon alles ausprobiert. So Beruhigungstee abends machen, alles Mögliche. Und kein großartiges Licht mehr, aber es hilft alles nichts. Ich gehe ins Bett und dann stehe ich da. Ja. Lass uns mal Essen machen, Schatz. Ja, genau. Das schaut doch schon mal sehr gut aus. Genau. Ja, die Problemchen mit den Älterwerden, ne? Ja. Können mein Liedchen singen.
keiner davon gefeit. Ja. Die haben wir jetzt schön scharf angebraten, so für 3-4 Minuten. Und jetzt kommt der Spitzkohl dazu. Spitzkohl, oder? Denke ich, wird es überall geben. Ja. Wird nicht so ein großes Problem wie mit Grünkohl. Ja, das hätten wir auch nicht gedacht, ne? Wenn du bei uns den zu kaufen kriegst, glaubst du gar nicht, dass es in Süddeutschland dann eben nicht so gibt. Ja. Aber gut, man lernt immer wieder was dazu. Und jetzt mit dem Bacon und mit den Zwiebeln auch nochmal so 2 Minuten schön in der Pfanne brutzeln lassen. Und jetzt kommt die Sahne dazu. 200 Milliliter. So, die Sahne und ein kleiner Schuss, so 50 Milliliter Wasser. So, das reicht vollkommen. Und das Ganze, das lassen wir jetzt nochmal so schön 10 Minuten vor sich hin brutzeln und ein bisschen einkochen. Und dann geht's weiter. Putzeln? Brutzeln! Wir sind die Brutzler. Oh, lecker, schaut es schon wieder aus. So, zu dem Ganzen tun wir jetzt noch natürlich ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. So. Mehr Salz bitte, ne? Kann es gar nicht oft genug wiederholen. Dann haben wir hier Pfeffer. Viel brauchen wir davon nicht, weil unser Öl ja schon scharf genug ist. Genau, das gibt immer mal so schöne, pikante Würze ab. Von daher spart man eigentlich auch an Gewürz, ne? Genau, das tun wir jetzt noch ein bisschen unterrühren, damit sich das auch verteilt. Und dann lassen wir das Ganze auf mittlerer Stufe dann so ungefähr 10 Minuten eben noch weiter kochen. So, in der Zeit, wo das Ganze vor sich hin brutzelt, genau, schneiden wir halt Schnittlauch klein, ne, in so ein kleines Röllchen. So, unser Wok, der hat jetzt so 10 Minuten vor sich hingeköchelt mit den Zutaten und jetzt heben wir noch die Spätzle drunter. So. Nichts verdrüppelt, nichts verschüttet. Schön drunter heben, dass ich das vermischen kann. Und wie lange tun wir das dann jetzt kochen? Das lassen wir jetzt noch so 5 Minuten vor sich hin brutzeln. Und dann kann man es eigentlich servieren. Der Käse kommt auch da rein? Der Käse kommt am Schluss da rein. Ah, ja. Okay. So, das Ganze hat jetzt so 5 Minuten vor sich noch hingebrutzelt. Die Spätzle sind jetzt richtig schön bissfest. Und jetzt streuen wir den Käse drüber. Drunter oder drüber? Erstmal drüber und dann drunter. Bei uns geht es drüber und drunter hier. Ja, genau. So, den heben wir jetzt da drunter. Kann man aber ein bisschen mehr Käse reintun, also wie jeder mag. Ne? Ja, also klar. Das ist, wir geben ja nur Anregungen hier. So. Genau. Boah, das duftet schon wieder. Ja. Leute, es wird echt Zeit, dass Geruchsfernsehen erfunden wird. Dass ihr sofort Lust kriegt, nachzuahmen. Ne? Genau. So, das Gericht ist fertig und es wird angerichtet. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Es ist angerichtet. Es ist angerichtet. Guten Appetit. So, das war... Das war's. Ziemlich zügig heute. Also das war wirklich sehr, sehr schnelles Gericht. Wir haben jetzt insgesamt vielleicht 20 Minuten gebraucht. Wenn überhaupt. 20 Minuten könnt ihr ungefähr mit einplanen. Also echt ein sehr schnelles, aber dafür sehr herzhaftes Gericht fürs Wohnmobil. Also wohnmobiltauglich. Absolut. Auf jeden Fall. Ja, ne? Und wir können es nur empfehlen. Ne? Wir lassen es uns jetzt schmecken. Genau. Was noch dazu sagen, man muss nicht Bacon unbedingt nehmen. Man kann ja auch Schinken nehmen dazu. Ihr könnt Schinken nehmen, Schwarzwälder Schinken. Ihr könnt Speckwürfel nehmen, Salami was auch, auch immer ihr wollt. Ja? Ne? Irgendwie so, wie es einem danach ist oder was gerade auf dem Board habt. Ne? Frei nach Montessori. Ne? Genau. Und vom Spitzkohl die Hälfte. Und wie gesagt, es geht sowas und zügig. Absolut zu empfehlen. Echt schnell gegangen jetzt. Ja. So, wir lassen uns jetzt schmecken. Wir lassen es uns schmecken, da lassen wir euch nicht dran teilhaben. Ne? Nein. Hat es euch gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über ein Däumchen nach oben. Sehr nach sogar. Norden. Wir freuen uns auch die über ein Kommentare. Abo da unten. Und benutzt die Teilen-Funktion. Damit dann kann sich das Rezept einfach gut verteilen. Und ja, finden wir schön. Komplett, ne? Genau. Und ein Rezept findet ihr unter sven-leimer.de. Glöckchen nicht vergessen. Bimmel, bimmel. Genau. Und ansonsten ist jeden Mittwoch noch bleibt es dabei. Jeden Mittwoch ist eine Kochshow bei uns. Ja. Ne? Sven
Kochen mit Sven und Leiber. Genau, schaltet ein. Ja. Bis dahin, so. Gutes Gelingen beim Nachkochen. Schöne und Zeit, Bon Appetit, Leute. Tschüss.